jetzt geht's los. Bea, welches, wenn du an den Diversity-Clip denkst, welches Verständnis von Diversity ist da auf dich übergesprungen? Für mich kam es an, wie letztendlich Diversity als Möglichkeit, sich selbst in seinen Themen, in seinen Freizeitvorlieben, in seiner Art zu leben, ausleben zu dürfen. Also im Sinne von, egal in welchem Bereich du besonders bist, und egal in welchem Bereich du dich ausdrücken möchtest, das kannst du machen bei uns, kannst du machen bei PME. Und Einzelne sind in den Fokus, dadurch in den Fokus gerückt. Und wenn du jetzt an den Diversity-Film denkst und an die aktuellen Geschehnisse, zum Beispiel in Chemnitz, denkst, was denkst du, könnte da, ist da für dich ein Zusammenhang, würdest du da irgendwas transportieren können? Letztendlich lässt sich der, glaube ich, schon herstellen, dass man sagt, Leute, seid mal offen, guckt euch mal an, was es alles gibt, seht nicht alles schwarz und weiß, guckt mal mehr bunt. Wir sind alle bunt, auch die Menschen, die in Chemnitz ursprünglich mal auf die Straße gegangen sind, bevor jetzt zum Glück viel mehr Menschen wiederum dagegen auf die Straße gegangen sind. Auch die sind bunt. Nicht nur ihr schwarz-rot-goldener Hut, sondern ich glaube, auch die sind in sich bunt, aber vielleicht gibt es Gründe, die dagegen sprechen, diese Buntheit rauszulassen. Und insofern geht das sehr gut zusammen. Und bunt bedeutet, seid ihr und sagt auch eure Meinung, aber guckt mal, es gibt noch so viel mehr als schwarz und weiß. Super, danke.